this is my Blog. Nee, yes. Meins. Boah, jetzt kommt du Scheiße! Mach zu viel gut, Herr Ja, hallo liebe United Forest Fans. Wir sind jetzt beim Lukas zu Hause und ihr wart sicher schon mal in den Spielen in der Fraport Arena und habt gesehen, dass wir da die United Flavors Jelly Beans haben. Und da wir immer auf der Suche nach neuen Geschmäckern sind, ist uns auch was zugespielt worden, nämlich diese guten Dinger hier. Das sind ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen drinnen. Gelhales Gras und Limone. Was? Faules Ei. Faules Ei, schön. Butter Popcorn. Butter Popcorn. Butter Popcorn. Ja. Gut. Hundenfutter. Schön. Ein Schokoladenpudding. Ja. Sehr schön. Gute Dinge auf jeden Fall dabei. Wir lernen jetzt in die Schüssel rein, wissen nicht, wie die schmecken. Jeder nimmt eins einer Farbe und wir werden mal sehen, wie sie uns gefallen. Lukas, ich bin jetzt sehr ein bisschen nervös. Bestens. Ich mach die mal rein. Mach die mal rein. Ah. Sehen auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Wir fangen mit Blau an. Was haben wir bei Blau? Blau. Tutpaste. Blau, was haben wir? Blau, Butsch. Zahnpasta. Zahnpasta und drei Beeren. Eins, zwei, drei. Mhm. It's sweet. Ja, ich hab die Zahnpasta. Ich hab die Beeren. Nice. Aber, also an Zahnpasta könnte ich mich gewöhnen. Das ist gut. Habe ich lange nicht mehr im Mund gehabt auch. Meine ist sehr gut. Ja? Schmeckt? Du brauchst nicht mehr Zähneputzen. Meine war nicht mehr Zähneputzen, hat sich erledigt. Für den Notfall, falls was wirklich schlecht ist, haben wir vorbereitet was zum Spucken und zum richtig Spucken. Ey, war gut. Ja, mach mal weiß. Weiß, glaube ich, ist gut. Weiß. Es gibt ewig viele Bereiche. Weiß ist Kokosnuss und Babywindel. Eins, zwei, drei. Kokosnuss sein. Ah, Kokosnuss. Ja, Kokosnuss. Was ist los? Aufessen. Ah. Ja, jetzt ist morgens Wetter wieder schlecht, wenn du das nicht aufessen. Butsch nicht aufessen. No. Du musst es aufessen. Haben wir gelernt, Butsch mag keine Kokosnuss. Bis jetzt locker. Du bist überhaupt der Glückspilz in der Runde. Butsch sucht aus. Gute gerade. Gelbes, faules Ei. Ja. Oder Popcorn. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh, mit oh. Oh, mit oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab's ehrlich probiert, ich hab's wirklich probiert. Ich wollt's auch kurz das ist, ich hab's. Oh. Keine Chance. Ja. Das war krass. Das ist so ekelhaft. Ich hab jetzt Lust auf was Fruchtigeres. Ja, ich hoffe. Wir nehmen jetzt Tutti Frutti. Oder? Oder? Stinkende Socken. Stinkende Socke? Stinkende Socke. Nein, Tutti Frutti. Ich glaub ganz fest an Tutti Frutti. Mahlzeit. Los. Dauert immer erst ein bisschen. Ich weiß nicht, ob stinkende Schokolade noch immer das faule Ei ist. Tutti Frutti ist es nicht. Stinkende Schokolade. Das war schon mal fast unten. Why me all this? War das jetzt? Was hast du jetzt? Oh. Das war nur null schlechte dabei. Meins ist auch schlecht. Oh, das zieht jetzt nach. Und jetzt tut die Frutti. No. Oh. Das einzig Tröstende ist, dass. Dass keiner was hat. Nein, dass meine Socken noch viel schlimmer stinken. Ja, das stimmt. Also voll über der Socken stinken. Das war. Also wenn ich jetzt die Tasche rausnehme nach dem Training, ist es schlimmer. Okay. Braun ist gut, braun ist gut. Braun ist gut, das ist. Wir haben einmal Schokoladenpudding. Or something else. Oder Hundefutter. Dog Food. Oh, ich hab keinen Bock auf Hundefutter. Endlich mal wieder was Gutes haben. Wir hatten jetzt zweimal in Folge schlechtes Zeug, oder? Alle zusammen. Ich hatte noch nie das Gute. Herzlichen Glückwunsch. ja. Prost. Schokopudding. Das ist gar nicht Hundefutter. Schokopudding, Schokopudding! Du musst aber was Schlechtes runter. Nee, das kann ich nicht runter. Nimm's im Mund. Nee, nee, nee. Probier doch mal. Das ist unmöglich.
Klarer Gewinner, ist jetzt ich. Ja. Zwei schlechte. Das ist dann. Gemähtes Gras würde ich essen. So schmeckt Gras. Limone. Was ist denn? Aber, du willst Gras. It's not so bad. Gras. Ist gesund. Das ist echt. Machen wir jetzt Highlight oder was? I'm enjoying my grass right now. Was haben wir noch? Ich würde jetzt die Pfirsich machen. Wir haben noch zwei, ne? Pfirsich. Orange. Pfirsich oder Birne. Birne. Oder natürlich Birne oder Nüsenpoppel. Ja. Nasenpoppel. Nasenpoppel. Wie schmeckt Nasenpoppel? Ich frage mich sowieso, wer hat das beim ersten Mal ausgetestet? Meine Nase. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist der die sitzen im Labor. Der im Labor sitzt und dann im Endeffekt sagt, ja, so muss es schmecken. Weil ich weiß, dass es so schmeckt. Das stimmt mir auch. Und schmeckt es auch nicht von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Es kommt drauf an, was du geatmet hast. Was du geatmet hast. Ich weiß nicht, ob das mit dem Essen zusammenhängt. Eine Frage vorher noch. Ist es verkühlter oder gesunder? Nasenpuppe. Der gesund, der ist immer gesund. Der immer gesund. Mensch, Nasenpuppe. Immer gesund. Prost. Birne. Das ist nicht die Birne. jetzt schluck mal runter. Wie das Gras. Original. Intensiver. Nein, du hast Erfahrung. Sind salziger. Letzter Flavor. Letzter favorite Flavor. Pfirsich. Nein, danke. Gehört. Oder Erbrochenes. Erbrochenes ist, glaube ich, so das Schlimmste, was es gibt, ja. Ich kann noch nicht von den 10 Dingen, die ich nicht das sind Kirsche. 8 verschiedene Kirsche. Ich kann jetzt 7-mal das Schlechte rauszuholen. Das kann doch nicht. Ja, ich hoffe, es geht so weiter. Ich ziehe mir jetzt erstmal die Pfirsiche raus. Erbrochenes ist eher bunt. Ich riskiere den sauberen Pfirsich. Du hast keine große Wahl. Ja, nachdem ich der Glückspilz bin, kriege ich das Ding als erstes. Ich habe Pfirsich. So einen Look. Ja, du kannst gleich dann anspucken. Oh, das riecht nicht gut. Meinst oder du? Sind meine Finger? Nee, das ist das Ding, ich habe erbrochen. Also ich rieche sowieso nichts mehr, mir ist einfach nur schlecht. Zum Wohl. Für die Fans zu Hause, ne? So. Oh Gott. Das war nicht der Gott. Das war nicht der Pfirsich. Nee. Yes. Meinst du? What? Oh, du Scheiße! Oh, it's real good then, aber es trifft. Es ist kommt es, gut es, an. Es trifft sehr wer, gut. Wer war da im Labor unterwegs? Wer hat den herausgefunden? Oder ist einfach nur einer bei den Verkostungen der restlichen schlecht? Ja, wir sind durch. Abmoderation. Zeit für ein kleines Resümee. Butch, dein Favorite? Maybe I'll eat one Zahnpasta more. Ein Zahnpasta. Zahnpasta. Ein Zahnpasta zum Zauberwerden noch. Just to... Das Erbrochene hat alles getoppt. Hol deinen Highlighter nochmal raus. Nehmen wir nochmal eine Zahnpasta. Auch die Zahnpasta. For good bread. Ja. Dann good for you. Gras, weil... Schön was Gutes. Das war wirklich die Zahnpasta. Ja. Which one is that? Gras. Okay. Hast du Gras? Natürlich. Jackpot. Man-Boss. Ja, Fazit, Flo hat 9 aus 8. 9 aus 8, immer die falsche gewählt. Aber 3 gegessen. Gut. Das ist doch ein guter Anfang. Butch, 50-50, gut und schlecht. Aber mehr schlecht. Du schlecht. Das Name schlecht. Ich hatte 2 schlechte, aber erbrochen ist natürlich. Und erbrochen ist alles getoppt. Ja, ich würde so nicht sagen, wer das Glück immer hat, ne? Glück im Spiel. Ja, braucht man. Ja, das war's. Das war's von uns. Gut, ein paar letzte Worte. So, we are done with this challenge. And now we are kindly invited to our next matches.
da gibt es die guten Jelly Beans. Ich schmecke nach Cola, Früchten, Zucker, schöne Dinge. Ich glaube, die kommen nicht in die Nähe. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss.